Ein 6 Meter langes U-Boot-Modell taucht in einem 6 Meter tiefen Bassin. Ein Kameramann für Unterwasseraufnahmen ist aus England nach München gekommen und dreht mit seiner Unterwasserkamera, wie ein deutsches U-Boot sich im Zweiten Weltkrieg an englische Schiffe heranschleicht. So sieht das dann aus, was der englische Kameramann dreht. Es ist die erste Szene eines Films, der 4 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eine besonders grausame Schlacht dieses Kriegs in die Gegenwart holen will. Die Schlacht im Atlantik. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Mündungsklappe öffnen. Mündungsklappe öffnen. Feuererlaubnis. Rohr 1 ist fertig. Rohr 1, los! Gut. Der Torpedo ist abgeschossen und läuft auf ein englisches Schiff zu. Die Männer in der Zentrale des U-Boots warten darauf, dass der Torpedo sein Ziel trifft. Nur ein paar von diesen Männern waren schon geboren, als geschah, was sie hier spielen. Keiner der Darsteller von Buchheims U-Boot-Geschichte kennt den Krieg anders als aus Büchern und aus dem Kino. Herbert Grönemeyer spielt den jungen Kriegsberichterstatter, der auf U-96 seine erste Feindfahrt mitmacht, wie einst Lothar Günther Buchheim. Jürgen Prochnow ist der Kommandant. Explosionen und simulierte Geräusche eines Dampfers, der zerbricht und sinkt, werden vom Tonband zugespielt. Regisseur Wolfgang Petersen will, dass die Szene auch für die Darsteller so lebensnah und todesnah wie nur irgend möglich wirkt. Stopp. Ja. Und nochmal in dieser Version eine letzte. Aber wie macht man die U-Boot-Schlacht im Atlantik ohne Schlacht, ohne Atlantik und ohne U-Boot? Man nimmt erst einmal die größte Atelierhalle auf dem Filmgelände der Bavaria in München. Man baut eine Wippe, mit der man Schiffsbewegungen imitieren kann. Und auf diese Wippe hieft man die nachgebauten Innenräume eines deutschen Weltkrieg-II-Boots vom Typ 7C. Wir vom Fernsehteam schauen uns beklommen um. Mehr als einen Augenblick lang kommt es uns vor, als seien wir durch ein böses Versehen in ein sehr reales Geisterboot geraten, das mit seiner Geistermannschaft noch immer durch die Meere irrt. So exakt ist der Nachbau der U-Boot-Innereien, so genau stimmen die Requisiten von den Manometern und den verschimmelten Dauerbürsten bis hin zur alten Schellackplatte mit der Lieblingsmelodie des Kommandanten. Dans son nid, le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Achtung, zur Schwall und Schwall! Die Dreharbeiten mit den Schauspielern beginnen im Sommer 1980 in originalgetreuer Enge. Der Regisseur und sein Kameramann Jost Vacano wollen ungemildert das Gedränge in der licht- und luftlosen Stahlröhre eines U-Boots zeigen. Der Kunstdunst
der vor jeder Innenaufnahme in der Bootskulisse verteilt wird, steht für die Abgase, die von den mächtigen Dieselmotoren im Heck durchs ganze Boot ziehen. Bei der Szene, um die es hier geht, fährt das Boot aufgetaucht durch raues Wetter. Die abgelöste Brückenwache und der Kommandant sind triefend nass vom Turm herunter in die Zentrale gestiegen. Deshalb muss die Brückenwache erst einmal entsprechend angefeuchtet werden. Bis zu den Azoren ein Dutzend. Und wir kamen uns hier fast über den Haufen. Der Kommandant ist gereizt, weil sein Boot bei schlechter Sicht mitten im Atlantik eben fast mit einem anderen deutschen U-Boot zusammengestoßen wäre. Irgendjemand muss im wochenlangen Sturm weit vom Kurs abgekommen sein. Halbwegs, was soll das heißen, ne? Das Boot fährt getaucht, um dem stürmischen Seegang an der Oberfläche zu entgehen. Für viele ununterscheidbare Tage und Nächte ist kein gegnerisches Schiff zu entdecken, gibt es keinen Geleitzug zu verfolgen. Die 50 Männer in der Röhre gammeln im Rhythmus der Wachen. Das Brot schimmelt im feuchten Mief. Szene für Szene entsteht in dem Nachbar auf der Wippe ein Bild vom stumpfen Alltag der Feindfahrt. Mannschaftsquartier im Bugraum. Ein Darsteller wird peinlich akkurat dafür zurechtgemacht, erschöpft in seiner Koje zu liegen. Der Mann hat außerdem ein Riesenpflaster am Leib, weil er als Brückenwache auf dem Turm von einem überkommenden Brecher an die Fliegerabwehrkanone geschleudert worden ist und sich dabei zwei Rippen gebrochen hat. In diesem Film gibt es auch für die Maskenbildner nichts zu verschönern. Sie müssen die Schauspieler mit fortschreitender Fahrt immer ärger verunzieren mit Pickeln und Furunkeln, die vom schlechten Essen und von der Stickluft im Boot herrühren. Nicht nur das Brot, auch die Männer schimmeln. Doch dann Alarm tauchen. In der Kombüse kippen die Töpfe. Die wachfreien Leute rennen durchs ganze Boot in den Bugraum. Das Boot soll noch steiler in die Tiefe tauchen. Mit seinem akrobatischen Lauf hinter den Rennenden her gelingt dem Kameramann Jost Vacano eine erstaunliche Bildfolge. Ende eines Drehtags in dem U-Boot-Gehäuse auf der Wippe in Halle 4-5. Einer der jungen Komparsen sagt, wir gehen täglich in die Halle und produzieren Wahnwitz.
Wie andere in die Fabrik gehen und Geschirrspüler produzieren. Ein Bassin auf dem Bavaria-Gelände, kaum 100 Meter von der Halle entfernt, wo die Innenaufnahmen aus dem Boot gedreht werden. Aber mit Innenaufnahmen ist es nicht getan. Das technisch schwierigste Problem ist, die Feindfahrt von U-96 auch von außen zu zeigen, über dem Wasser und darunter, obwohl es kein verwendbares U-Boot dieses Typs mehr gibt. Deshalb hat die Produktionsfirma originalgetreue Modelle des Bootstyps 7C bauen lassen. Und zwar drei verschiedene für verschiedene Zwecke. Dies ist, 6 Meter lang, das kleinste. Es dient ausschließlich zu Unterwassertrickaufnahmen im Bassin. Nur die Kanone vor dem Turm fehlt. Sonst ist der Eindruck echt genug. Denn dies ist das Boot in 67 Meter langer Originalgröße. Ein Modell aus Holz und Blech mit schaumstoffgefüllten Tauchtanks, damit das Ganze auch schwimmt. In München gebaut, in mehreren Teilen nach Frankreich gebracht und wieder zusammengesetzt, macht das große Modell hier lange vor Beginn der Dreharbeiten eine Probefahrt vor La Rochelle, dem ehemaligen deutschen U-Boot-Stützpunkt an der französischen Atlantikküste. Tauchen kann es natürlich nicht. Auch ist es nur für ganz ruhige See und für das Auslaufen und Einlaufen im Stützpunkt geeignet. Modell Nummer 3, 11 Meter lang, von einem kräftigen Bootsmotor angetrieben, elektronisch ferngesteuert und seetüchtig. Nach langwierigen Tests und Verbesserungen macht Regisseur Petersen mit seinem Kamerateam in der Nordsee vor Helgoland Aufnahmen vom 11-Meter-Boot. Auf dem Turm stehen als Brückenwache Puppen mit Elektroantrieb, die winzige Ferngläser an die Augen heben und wieder absetzen können, wie echte Ausgucks. Wasserdicht verkleidete Kameras sind auf dem Modell montiert worden. Sie sollen zeigen, wie die bewegte See von einem schmalen und tief im Wasser liegenden Boot aus wirkt. Flugwasser aus Feuerwehrschläuchen und Wasserkanonen sprüht über das Boot und verstärkt den Eindruck äußerst rauen Wetters. Bilder aus den aufmontierten Kameras. Ohne Größenvergleich wirkt das 11-Meter-Modell wie ein großes Boot. Entsprechend gewaltig wirkt die Düne. Ein Gefühl für die Gottverlassenheit dieser Kriegsfahrten soll sich dem Zuschauer mitteilen. Warschau ist Seemannsdeutsch und bedeutet Achtung oder Vorsicht. Der Obersteuermann der Brückenwache brüllt es seinen Kameraden zu, wenn eine Sturzsee heranrauscht in dem Orkan,
den die Techniker für Spezialeffekte in einer Atelierhalle in München entfesselt haben. Ein originalgroßer U-Boot-Turm ist in einem Ablaufbecken montiert und wird rhythmisch mit Wassermassen überschüttet. Windmaschinen peitschen den Brückenwachen Flugwasser ins Gesicht. Sturzseen rauschen auf einer eigens gefertigten Rutsche meterhoch herab. Wenn eine Sturzsee dran ist, prasseln fast 1000 Liter Wasser aus Behältern unter der Hallendecke auf den Turm herab. Unsere Kamera steht unter der Spielfilmkamera. Schwach ist jetzt die Projektionswand auf der anderen Seite des Turms zu erkennen. Auf ihr laufen in der Nordsee gedrehte Aufnahmen wild bewegten Meeres. Das heftige Auf und Ab des Seehorizonts im Hintergrund versetzt den feststehenden Turm optisch in stürmische Bewegung. Für die deutsche Führung war das U-Boot in zwei Weltkriegen eine Wunderwaffe. Sie sollte die britische Herrschaft auf dem Meer aus der Tiefe des Meeres heraus zerbrechen. Es war ein selbstmörderisches Unternehmen, nicht nur für die U-Boot-Männer. Es war selbstmörderisch für Deutschland. Denn in zwei Weltkriegen hat dieser besessene Drang nach See und Weltherrschaft die Deutschen in einen widersinnigen Kampf gegen Großbritannien und seinen übermächtigen Verbündeten Amerika getrieben. Das U-Boot war ein Untergangsboot für das ganze Deutsche Reich. Wasserbomben detonieren in einer vorher eingestellten Wassertiefe. Sie sollen U-Boote vernichten. Kein Mensch hat je eine reale Wasserbombe detonieren sehen. Doch am Bassin auf dem Bavaria-Gelände experimentieren Spezialeffektexperten damit, wie so etwas ins Bild zu bringen sei. Man hängt elektrisch zündbare kleine Knallkörper ins Bassin. Am Rand des Bassins ist ein Schacht angelegt worden, von dem aus ein Kameramann durch eine Glasscheibe ins Bassin filmen kann. Dort hängen die Knallkörper. Real ein harmloser Puffer. Aber wenn man diese Mini-Explosion mit einer Zeitlupenkamera 20-fach verlangsamt, wird ein fast schon atomarer Feuerball daraus. Und ab. Los.
Test für eine versteckte Druckluftvorrichtung die Kartoffeln in die Zentrale pusten und Bodenplatten hochschleudern soll. Mehr Druck und mehr Kartoffeln. Ja, Kartoffeln müssen wir. Mehr. Das können wir ja voll machen. Das ist kein Problem. Videostopp, Kurt. Ja. Denn ein englischer Zerstörer hat das Boot entdeckt und greift es mit Wasserbomben an. Der Innennachbau des Boots ist in Halle 4-5 auf eine Rüttelwippe gesetzt worden. Sie soll die Wirkung der Wasserbombenexplosionen nachahmen. Ja, ja. Wenn er sagt, plötzlich tiefer. Ist klar. In einer Art Bauhütte in Halle 4-5 hat Regisseur Petersen die Darsteller zusammengerufen, um eine weitere Szene der Verfolgung durch englische Zerstörer mit ihnen zu besprechen. Wieder noch tiefer sein? Wir haben jetzt gerade eben gespielt, Martin, dass der Kommandant, dass es ihm gelungen ist, euch für einen Moment lang wieder etwas Mut zu machen, etwas Hoffnung zu machen. Und jetzt kommt es umso schlimmer. Die Szene fängt an mit Hinrich sagt plötzlich, zweites Schraubengeräusch. Ja? Daraufhin kommt der Alte hoch vom Kugelschott, verliert echt für einen Moment offensichtlich die Nerven, ist ein bisschen irritiert, guckt so den LI an und wir gehen mit der Kamera jetzt über den LI, über euch, die plötzlich muss eine Lähmung im Raum sein, eine unheimliche Spannung, weil ihr, das fährt euch wie ein Schock, in den gerade jetzt ein bisschen die Hoffnung, die gekommen war, kommt wie ein schwerer Schock jetzt die Tatsache, ein zweiter Zerstörer da ist. Das heißt, jetzt fängt das eigentlich Katz-und-Maus-Spiel erst richtig an. Denn die arbeiten jetzt zusammen. Der eine arbeitet dem anderen zu. Verstehst du? Und da weiß jeder auf dem U-Boot genau, was das bedeutet. Dass die Chance also jetzt minimal ist. Das heißt, nach diesem bisschen Hoffnungsschimmer plötzlich, peng, Lähmung im Raum. Und vor allem, was das Schlimmste ist, dass der Kommandant halt, dass ihr merkt beim Kommandanten, dass der verunsichert ist. Zumindest für einen Moment. Nicht? Das geht ganz von euch aus jetzt. Welche Erstarrung ihr jetzt habt. Und da gehe ich ruhig über euch weg. Und dann kommt der Kommandant wieder rein ins Bild, lehnt sich so einen Moment an den Schreibtisch da oben und überlegt fieberhaft. Und man merkt, spürt ihm da auch an, dass er im Moment nicht genau weiß, was machen wir. Und dann dreht er sich um und sagt ganz entschlossen zum LI, tiefer. Und der guckt die ganze, wir sind schon auf 190 Meter, ne? Und das, ne, auch so wie die das jetzt spielen, wie die das jetzt andeuten, das ist ganz klar, man spürt sofort, jetzt geht es ums Ganze. Die einzige Chance ist noch tiefer. Die Werftgarantie ist 90 Meter, das wissen alle. Gut, man weiß, da gibt es noch eine Marge. Ne? Das Boot kann schon noch tiefer, aber wo die Grenze ist, weiß kein Mensch. Und jetzt ist die absolute Spannung dieser Szene, dass das Boot jetzt tiefer und tiefer geht. Und der Leitende so mit flatternder Stimme jetzt auch sagt, 200 Meter. Nein, 210 Meter. Und jetzt mache ich von euch Großaufnahmen. Das wird nur auf Großaufnahmen jetzt gemacht. Was in der Einzelnen vorgeht. Das muss bei euch allen, muss ihr innerlich vibrieren und jeder für sich selber überlegen, ne, das darzustellen. Diese unglaubliche Pein, die jetzt einsetzt, wenn das Boot immer tiefer geht und es immer mehr knackt im Gebälk und es knistert. Das,
wir die Tiefe spürbar machen, über eure Gesichter, über das Knacken, was wir hören. Da gibt es gar keine Steigerung mehr. Das können Menschen überhaupt nicht mehr ertragen. Das wollen wir auch zeigen mit dem Film. Dass es einfach unvorstellbar ist, was in so einem U-Boot-Krieg mit diesen Menschen auch gemacht wurde. Was denen zugemutet wird. Wie die letztlich ausgebeutet, demoralisiert, gequält wurden. Dass solche Figuren wie Thomsen in der Bar Royale, den man am Anfang ja erlebt, als ein Wrack von einem Menschen mit Anfang, Mitte 30, das ist das Ergebnis von diesen Sachen, die wir hier drehen. Dass die Leute wirklich zerstört werden, kaputt sind, mit 30, 35 Jahren aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie mit Nerven am Ende sind, völlig erledigt sind. Tiefer, Eli. Noch tiefer. Nur 10. Hinten oben 7. Meter. Meter. 210 Meter. 220 Meter. Liebevoll gebasteltes Modell stellt das Wrack eines englischen Tankers dar, den U-96 beim Angriff auf einen Geleitzug getroffen und in Brand gesetzt hat. Die Spezialeffekttechniker haben rund um das Wrack und knapp unter der Wasseroberfläche Gasleitungen verlegt. So kann man brennend auslaufendes Öl simulieren. Wieder ganz weg. Weg. Und das Rotlicht gleich auf voll. Voll. Und auf halb. Die mit dem Tankerbrand zusammenhängende Szene auf der Brücke des U-Boots wird im Studio vorbereitet. Gasfackeln und reflektierende Folien sollen den Widerschein des Tankerbrands auf die Gesichter der U-Boot-Leute werfen. Denn U-96 ist nach dem Torpedotreffer bei Dunkelheit aufgetaucht.
Der Kommandant will sich das bewegungslos hinter dem Geleitzug zurückgebliebene Tankerwrack genauer anschauen. Eine Schlüsselszene der Feindfahrt beginnt. Säuft nicht ab. Na, dann wollen wir mal ins WO. Fuße auf Brücke. Fangschuss. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Das reinste Abwrackunternehmen. Mündungsklappe öffnen. Mündungsklappe öffnen. Gegnerfahrt 0. Eingestellt. Bug links, Lage 80. Eingestellt. Steht. Entfernung 950 Meter. Eingestellt. Tiefe 4. Tiefe 4. Torpedogeschwindigkeit 30. Torpedogeschwindigkeit 30. Rohr 1 ist klar zum Überwasserschuss. Haltepunkt kurz vor achterem Mast. Ziel aufgefasst. Feuererlaubnis. Rohr 1 fertig. Rohr 1 ist fertig. Rohr 1, los! Los! Torpedo läuft. 10. Zwanzig. Gelöst. Da ist doch keiner mehr an Bord. Der tödliche Fangschuss-Torpedo ist schon unterwegs. Da steigen von dem Wrack Seenotraketen und Leuchtkugeln auf. Die Männer auf dem deutschen Boot entdecken, dass auf dem Wrack noch Seeleute sind. Doch zu spät, der Torpedo ist nicht aufzuhalten. Mit seinen Männern muss der Kommandant mit ansehen, wie er wider Willen hilflose Schiffbrüchige umbringt. Der Krieg macht jeden, der daran teilnimmt, auch gegen seinen Willen, zum Mörder. Musik für ein heimkehrendes U-Boot. Das gab es noch im Winter 1941-42. Das gab es in den U-Boot-Stützpunkten an der Atlantikküste im besetzten Frankreich. U96 hat seine Feindfahrt mit knappster Not überstanden. Das ramponierte Boot hat sich in den Stützpunkt La Palisse, La Rochelle geschleppt und erst einmal in der Hafenschleuse festgemacht. Der Flottillenchef will gerade an Bord gehen, um die Meldung des Kommandanten entgegenzunehmen. Britische Tiefflieger und Bomber greifen an.
Darum geht es am Ende der langen Dreharbeiten, an mehreren Tagen und in vielen Durchgängen. Stopp, 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 stopp! Die Arbeit in La Rochelle ist eine heikle Sache. Die zahlreiche Statisterie für das Ende von U96 rekrutiert sich als Französinnen und Franzosen der Umgebung. Sehr teutonisch wirken sie nicht, aber geduldig machen sie mit, geduldig sehen sie mit an, wie ihr Hafen von den Deutschen von Neuem okkupiert wird. Und nachsichtig sagen die Gallier untereinander, les Allemands sont fous quand même, die Deutschen spinnen nach wie vor. Im Hafenbecken und rundherum werden Knallkörper platziert. Die Spezialeffektabteilung hat ihre größte Stunde. Und für Carli Baumgartner, den leitenden Spezialeffektemann aus München, naht die Erfüllung seines Feuerwerkerlebens. Carli! Sind Sie fertig? Ha? Alles klar. Was ist das Quiz, ja? Ach, wo hat er den Anschluss? Auf eins. Ja, und eingeschaltet. Eigentlich, jetzt ist aus, ja, nachher ist eingeschaltet. Ja. Und da musst du aber da drücken die ganze, ja, Zeit. Das weiß ich. Und du musst da rüberfahren. Von hier jetzt los. Wo hat er denn seinen Streifer? Hier ist er. Was ist das für der Klump? Ja, nicht. Weg damit. So. Hier, von null jetzt los bis hoch. Ja, ja, oder mehr Leiserbahn, das hat 220 Volt. 100, 130. Ah, okay. Das ist der Flieger. Du kriegst jetzt Einwand, das ist noch nicht im ersten Durchgang. Moment, das hörst du gleich. Im zweiten Durchgang, das heißt jetzt, das erste Mal kommen die Flugzeuge so, dann kommen sie wieder, dann sind die Explosionen, von Max her bis dahinter, und dann kommt es wieder alleine, und dann kommt es wieder, du hörst schon mit an, die Kameras wieder einschalten, dann geht das los, dann lass du dein Ding da mitgehen. Das ist schon, wenn der da hinten drin ist, da so. Da hinten? Ja, schon noch mal da hinten. Ja. Kannst schon dein Ding rausziehen. Du, 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 du. Allen Gefahren der Atlantikschlacht wird das Boot im Hafen kurz vor dem sicheren U-Boot-Bunker zerstört. Viele Männer von U96 werden auf dem keineswegs rettenden Land getötet und verwundet. In diese grimmige Ironie mündet Buchheims Geschichte. Kommst hier angetobt, erstarrst hier, weil hier Heinz hängt. Schwer verletzt. Der hängt hier drüber und dem läuft das Blut vom Kopf. Der hat eine Kopfverletzung. Ja? Du springst an ihn ran, in Panik, unheimlichem Tempo, reißt ihn unter den Armen, hier rum.
versuchst ihn dort in Deckung zu bringen. Ja, gut. Musst dir selber jetzt mal so ein bisschen, wenn du das mal mit ihm übst, mal gucken mit Steinen und so, was du dir da aus dem Weg räumst. Ja. Pili kommt in dem Moment von hinten und hilft dir dabei. Pili war schon dort in Deckung. Siehst, wie er mit dem Heinz, mit dem schwerverletzten Heinz Hönig ankommt. Rast vor, ihr könnt dabei auch was brüllen, improvisieren, nicht? Komm hier in Deckung oder so. Aber es kommt keine Fliege heute, ne? Nein. Das ist ja jetzt, sind ja die Bomber oben schon. Das, was jetzt kommt, ist ein Bombenteppich. Ja. Ne? Auch, das muss Chaos hier sein, ne? Ich komme aber Flieger, Bomber hier. Ja, rein, jede ja. Menge. Eine Probe. Ja. Achtung und Action! Stopp! Klappe! Action! Probe für die letzte Szene des Films. Der Kommandant von U-96 ist von Bombensplittern schwer verwundet worden. Er taumelt zur Schleuse zurück und sieht, wie sein Boot versinkt. Der junge Leutnant, der als Kriegsberichter mitgefahren ist, findet seinen Kommandanten. Okay, danke. Sah toll aus. Super.